Vereinsamung im Alter. Über diese Angst vieler Menschen und wie man ihr begegnen kann, darüber sprach der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf im Rahmen der Laufer Literaturtage. Der 75-Jährige hielt keinen Vortrag, mischte sich vielmehr mitten unter die Menschen und erzählte von seinen Erfahrungen und Vorstellungen. Trag hoffentlich mit dazu bei, dass wir nicht immer Alter mit Hilflosigkeit und in der Ecke sitzen und gar nichts mehr können verbinden, sondern dass solche Leute wie ich und viele andere auch wahrgenommen werden. Und dann, guck mal, sowas geht, das geht alles, das ist alles möglich, das läuft hier. Und die sind rührig und die sind umtriebig und die wollen sich beteiligen und die wollen sich einmischen. Die kann man nicht einfach in die Ecke schieben und sagen, halt mal euren Mund. Sondern die muss man ernst nehmen, respektieren. Und wenn man klug ist, muss man sie für seine eigenen Ziele einspannen. Scherf kennt viele Beispiele von über 100-jährigen, noch sehr rührigen Menschen. Zu ihnen gehört Anna Ewe aus seinem Buch »Wer nach vorne schaut, bleibt länger jung«. Bis zu ihrem Tod begleitete Scherf die vitale, alleinstehende Dame, die immer Fräulein genannt werden wollte und 107 Lenze erlebte. Noch mit 100 wollte sie ein plattdeutsches Stück aufführen, das sie mit etwas jüngeren Freunden einstudiert hatte. Als wir dann zu ihrem Geburtstag kamen und wir das anhören wollten, da waren ihre Mitschauspieler alle aus Angst vor uns in die Betten verkrochen. Da hat sie gesagt, tut mir leid, ich habe meine Leute verloren. Da habe ich gesagt, Anna, so kannst du uns aber nicht nach Hause schicken. Dann hat sie alleine das ganze Stück auswendig gekonnt und uns vorgespielt. Sich auf verschiedene Stühle gesetzt. Immer wenn sie die Rolle wechselte, setzte sie sich auf einen anderen Stuhl. Und dann hat sie, wir haben da gesessen und Tränen gelacht. So begeistert hat sie. Wunderbar ist es, wenn man das mit anderen teilen kann. Wenn man nicht alleine alt wird, sondern wenn man mit mehreren Generationen bis ins hohe Alter zusammenbleiben kann. Und sich auch von anderen anregen lässt. Auch von Kleinen, auch von Enkelkindern, Urenkelkindern. Das ist ein ganz großes Glück. Die müssen nicht unbedingt die eigenen Kinder sein, Enkelkinder sein, das können auch Nachbarskinder sein, das können auch Schulkinder sein, das können auch Kindergartenkinder sein, egal. Aber junge Leute, das ist wunderbar. Wichtig ist, dass man noch was zu tun hat, dass man sich kümmern kann, dass man sich einwischen kann, dass man sich selbst versorgt, dass man versucht, sich mobil zu halten. Wichtig ist, dass man vernünftig ist, dass man nicht einfach jeden Blödsinn isst, den einem da die Kaufhäuser anbieten, sondern dass man genau hinguckt, dass man vernünftig trinkt, dass man nicht meint, trinken sei nicht notwendig, sondern dass man sich wirklich, ich trinke heißes Wasser und komme damit wunderbar klar, aber Hauptsache ausreichend trinken. 2 Liter am Tag trinken ist Pflicht, sonst dehydriert man. Wichtig ist, dass man sich bewegt, dass man nicht immer nur rumsitzt, sondern dass man auch, wenn die Knochen wehtun, dass man gegen angeht, dass man mobil bleibt. Ich habe Leute, die beinamputiert waren, dabei erlebt und habe mitgemacht, wie die dann mit diesen Walking-Hilfen, mit diesen Gehstöcken wieder laufen gelernt haben und wieder gegangen sind. Das ist eine unglaubliche Geschichte, wenn man wieder aufrecht steht und wenn man seinen Kreislauf auf die Weise in Schwung bringt. Wichtig ist, dass man sich auch noch anregt, dass man sich ausprobiert. Also ich rate immer, möglichst zu singen, auch möglichst im Chor zu singen. Ich rate, nicht nur zu lesen, sondern auch vorzulesen, dass andere daran teilhaben können, selber auch seine Stimme übt und seine Artikulationsfähigkeit übt. Das sind alles vitale Sachen. Ich rate auch, was Neues auszuprobieren. Also Tanzen im Alter ist was ganz Zauberhaftes. Das können auch die Singles, gerade die Singles, die brauchen sich da nicht zu schämen, sondern da finden sich immer Leute. Man kann auch dann, die Frauen können zusammen tanzen, man kann auch einzeln tanzen, dass man sich bewegt, dass man wieder Lust hat, sich zu bewegen, dass man da Zugang dazu hat. Wichtig ist, dass man einen Rhythmus in sein Leben kriegt, dass das strukturiert ist, dass das nicht nur langweilig ist, dass da Anregungen sind und dass man sich freuen kann, wenn man morgens aufsteht, da habe ich das vor und da erwartet jemand auf mich und das könnte vielleicht passieren. Körper und Geist rege halten, verschärft die Voraussetzung, sich lange in das gesellschaftliche Leben einmischen zu können. Wer seinen Körper fit hält, hat auch mehr Chancen, seinen Kopf einigermaßen fit zu halten und umgekehrt. Und die Seele, die berühmte, die ist auch davon abhängig, dass Kopf und Körper noch mitmachen. Und wenn man das hinkriegt, dass man also
Körper mobil hält, Kopf frisch hält, dadurch, dass man sich was Neues zumutet und sich Neuem aussetzt. Und dann noch seine Sensibilität entfaltet oder immer wieder neu ausprobiert. Ich glaube, dann ist es nicht sicher, aber dann ist es eher möglich, ein gelungenes Leben zu gestalten, auch im hohen Alter. Den Versuch sollte es uns wert sein, die Chancen stehen gut. Aber auch nicht aufgeben, wenn das Gehirn immer öfter nicht mehr mitspielen will. Henning Scherf hat durchaus eine Vorstellung, wovon er spricht, wenn es um das Thema Demenz geht. Ja, ich bin einfach vertraut inzwischen mit demenzerkrankten Leuten. Ich mache keinen Bogen um die und lerne auch immer wieder neu, wie unterschiedliche Formen von Demenz es gibt. Es gibt ja ganz einfache Vergesslichkeiten, die man mit ganz einfachen Mitteln dann auch kontrollieren kann, wo man sich Hilfen machen kann. Man kann sich durch Zettelwirtschaft und durch Orientierungspunkte kann man seinen Alltag so strukturieren und seine Umgebung so strukturieren, dass man auch mit Vergesslichkeit umgehen kann. Und dann wird es immer heftiger und da habe ich inzwischen Erfahrungen durch Pflegewohngemeinschaften, wo demenzerkrankte Leute, die nicht mehr alleine klarkommen, leben. Und da lerne ich eben auch, so wie ich eben schon gesagt habe, dass das Zusammenleben wichtig ist, dass was gemeinsam machen wichtig ist, dass sich gegenseitig anregen wichtig ist, dass man nicht einfach nur sitzt und sich versteckt in seinem eigenen Zimmer und sich schweigt, dann fördert man sich ja gar nicht. Und wer sich so öffnet, auch mit Demenz, die schon fortgeschritten ist, der kann nach meiner Erfahrung etwas schrittweise dafür tun, dass sich das verzögert. Oder dass jedenfalls die Umgebung sich darauf einstellt. Nun ja, und das geht dann immer weiter. Und am Schluss gibt es Leute, die nun gar nichts mehr auf die Reihe bringen, aber trotzdem noch körperlich Bewegungsbedarf haben. Dann ist es wichtig, dass ich Leute finde, die sagen, komm, reden können wir nicht miteinander, aber laufen können wir vielleicht miteinander. Also gehen wir, gucken uns die Natur an, gucken uns die Tiere an, bewegen uns. Es gibt viel zu wenig Leute, ehrenamtliche Leute, die mit hochgradig Demenzkranken wirklich regelmäßig Tag für Tag Spaziergänge machen, obwohl das ganz wichtig ist für die und auch ganz einfach ist. Die laufen dann neben einem her oder hinter einem, manche laufen hinter einem her, weil sie sonst die Orientierung verlieren. Reden tun sie nicht, aber sie brauchen jemanden, der vorne wegläuft, sonst laufen sie nicht. Tja, und dann kann man selber sich durch gute Wege und durch frische Luft selber in Schwung kann, tut noch was Gutes, nimmt noch jemanden mit. Und selbst bei denen, die dann eben das alles nicht mehr können, sondern nun wirklich bettlägerig werden, ist es auch so nach meiner Erfahrung, dass es andere Verläufe gibt, wenn man begleitet wird von Menschen, die einen kennen, die über Sachen reden, die sie früher mit einem erlebt haben, immer in der Hoffnung, dass sie einen noch erreichen, dass da noch Erinnerungen wach werden. Wie bei einem fast 90-Jährigen, den seine Umgebung nur noch als verschlossenen Grieskram kannte, als Scherf bei einem Spaziergang mit ihm an einem Bolzplatz vorbeikam und der alte Mann Jungs hinter dem Ball herjagen sah. Plötzlich war er völlig verwandelt und war friedlich und war glücklich, dass er da nun ein bisschen rumkicken konnte, als hoch in den 80ern. Also der war knapp 90. Und das wusste keiner. Keiner wusste, dass der früher mal Fußballtrainer war und dass er sich nicht sehnlichster wünschte, als daran teilzunehmen. Und als das dann endlich über diese Jungs irgendwie möglich war, da war der wie verändert. Das war die Ecke, an der der wieder mitmachen konnte. Und so muss man sich in die Biografien von demenzerkrankten Leuten reindenken und immer versuchen, wo gibt es eine Stelle, wo die plötzlich mitmachen und sagen, Mensch, das weiß ich und das kann ich. Und dann fangen sie an und denken mit und machen mit und fühlen sich einbezogen, auch wenn sie sonst nichts können mehr, nichts auf die Reihe bringen. Ich habe da Wundergeschichten erlebt bei meinen vielen Besuchen in Pflegewohngemeinschaften. Leute, die plötzlich wieder angefangen haben, Klavier zu spielen. Leute, die angefangen haben zu singen. Leute, die angefangen haben, auch von früher zu erzählen, also Leute, die sonst völlig verstummt waren, aber wenn man sie an der richtigen Stelle ansprach,
dann ging es wieder los. So auch bei einer hochbetagten Schauspielerin. Die habe ich als Schüler angehimmelt, da habe ich sie aber nicht erreicht. Und jetzt, wo ich nun selber alt werde und die nun dement ist, da sind wir Freunde geworden, weil ich eben ihr erzählt habe, wie es früher war und wie gut sie war. Und das hat sie gern gehört und kann sie immer wieder hören. Und wir gehen auch zusammen ins Theater, obwohl der Arzt uns gesagt hat, das sollte ich nicht tun, sie macht das gerne. Sie vergisst dann zwar wieder die Stücke, die wir gesehen haben, aber während sie in dem Stück ist, ist sie in ihrer alten Szene. Das ist ihr altes Theaterblut, das wieder in Schwung kommt. Das ist wie Zirkusleute oder wie Zirkuspferde manchmal. Die hören die Musik und schon fangen sie an zu trippeln und trappeln. So ist das auch mit Schauspielern. Wenn sie dann in ihrem Milieu, auch als Hochbetagte, wieder aufkreuzen dürfen und zugucken können, dann richtet das sie an, genau an dieser Stelle an, an der sie früher so bühnenpräsent war. Und wenn man das fördern kann und dann dabei ist, ist das eine wunderschöne Geschichte. Also da kommt richtig ein ganz wunderbares Strahlen und eine ganz lebendige Reaktion raus. Dann merkt man richtig, man hat mit einem Menschen zu tun, der eine lange, große, spannende Geschichte hat und die gerne gegenwärtig hat.